Moin Leute. Viele Parteien wie die CDU, CSU und die FDP setzen sich massiv für Wasserstoff in ihrer Klimastrategie ein und werben extrem dafür. Ja, als Beispiel der Altmaier, der sagt, Deutschland soll Nummer 1 beim Wasserstoff werden, oder Andi Scheuer, der möchte, dass alle Autos mit Wasserstoff fahren oder viele Autos zumindest. Auf der anderen Seite hört man renommierte Wissenschaftler wie Claudia Kempfert vom DIW, die sagen, Wasserstoff ist der Champagner der Energieformen. Sie möchte damit sagen, das Zeug ist verdammt teuer in der Herstellung. Und selbst der fucking VW-Chef sagt, bitte hört auf die Wissenschaft und hält Wasserstoff für sinnlos. Eine weitere Studie von Greenpeace Energy kam Ende 2020 zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von grünem Wasserstoff aufgrund des vergleichsweise schlechten Wirkungsgrads nur dann dem Klimaschutz diene, falls es Ökostrom im Überfluss gäbe. Und das ist definitiv nicht der Fall im Moment. Okay, was geht da ab? Ja, irgendwie kommen Wissenschaft und Politik da nicht zusammen. Ja, es ist nicht das erste Mal, was den Klimaschutz angeht. Und diese widersprüchlichen Aussagen, die ich da gehört habe, waren für mich der ausschlaggebende Punkt, mir diese Sache etwas genauer anzusehen, wissenschaftlich zu beleuchten und hier euch meine Recherche zu präsentieren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird echt spannend, wenn ihr seht, woher der Wasserstoff kommen soll, wie klimafreundlich er wirklich ist, wer davon profitiert und wie amtierende CDU-CSU-Politiker hunderte von Millionen an Steuergeldern komplett zum Fenster rausschmeißen. Außerdem werde ich euch zeigen und auch belegen, dass die Klimaschutzpläne von CDU, CSU, SPD und FDP komplett versagen werden. Ja? Das Ganze ist einfach nur mega beängstigend und es hat mich auch selber wahnsinnig überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so dramatisch ist. Wie immer habe ich alles selbst gemacht. Ich habe alles selbst recherchiert, geschnitten, vertont und so weiter. Also es war eine Höllenarbeit für mich hier. Alle Quellen werden angegeben und sind unten in der Beschreibung zu finden. Ich schalte keine Werbung, da ich aufklären möchte und es mir nicht ums Geld geht. Und das möchte ich hiermit ganz, ganz klar machen. Das Thema ist mir einfach wahnsinnig wichtig und zwar sehr. Ja, dieses Video, was ich hier gemacht habe, ist absichtlich an die Videos von Rezo angelehnt. Warum? Ich finde es einfach toll, was er auf die Beine gestellt hat und habe den größten Respekt vor ihm und vor seinem Werk und hoffe, mit diesem Video seine Aufklärungsarbeit halt noch ein klein bisschen vervollständigen zu können. Das ist eigentlich alles, was für mich dahinter steckt. Wasserstoff ist ein echtes Energiewunder, was die Energie pro Kilogramm angeht, die enthalten ist oder die man entnehmen kann. Ja? Ein Kilogramm Wasserstoff enthält ebenso viel Energie wie 2 Kilogramm Erdgas oder ungefähr 3 Kilogramm Benzin oder circa 70 Kilo Lithium-Ionen-Batterien. Ja? Also bezogen auf den unteren Heizwert und die Energiedichte von NMC 811 Zellen. Ich weiß, über die Werte kann man ein bisschen streiten, aber es geht mir jetzt hier einfach um die Größenordnung, damit ihr so wisst, wovon reden wir hier überhaupt und warum ist das Zeug so wahnsinnig interessant. Unser normales Wasser auf der Erde hat ungefähr einen Wasserstoffgehalt von 11,2% bezogen auf das Gewicht. Also so viel Wasserstoff könnte ich unserem Wasser, was wir haben, halt auch entnehmen. Was auch wichtig zu wissen ist, dass viele fossile Brennstoffe, also unsere Erdgas, Benzin und so weiter, das sind alles in der Regel Wasserstoffverbindungen. Also die haben irgendwie Wasserstoff im Molekül drin und das macht es eben auch interessant und das wird gleich auch nochmal wichtig. Kurz die Frage, wie wird Wasserstoff hergestellt? Also nur in aller Kürze, weil heute geht es mir nicht so um die technische Frage, sondern mehr um das, wie es eingesetzt wird. Trotzdem ist es wichtig zu verstehen. Wir haben halt immer das Problem, dass zum Beispiel Solar- und Windenergie nicht immer dann geliefert werden, wenn wir es gerade brauchen. Ja? Im Sommer zum Beispiel mache ich wahnsinnig viel Strom und im Winter halt viel, viel weniger, ist klar. Ich habe euch hier oben nochmal ein Beispiel gezeigt, wo ihr sehen könnt, dass zum Beispiel für Köln im besten Monat 4-mal so viel Strom produziert wird wie im schlechtesten, also über Solarenergie. Ja, und um das auszugleichen, brauchen wir einfach Energiespeicher. Und deswegen die Idee, lass uns überschüssige Energie nutzen und Wasserstoff aus zum Beispiel Wasser erzeugen und der lässt sich super speichern und dann irgendwann zum Beispiel im Winter weiterverwenden, wenn wir ihn dann brauchen. Und das ist eigentlich auch in Ordnung und eine coole Sache. Und um das zu tun, gibt es halt die sogenannten Elektrolyseverfahren. Und auch hier zeige ich euch nochmal kurz, wie es funktioniert. Also das Ganze ist im Grundprinzip eigentlich total einfach. Bei der Elektrolyse wird in einer Anlage, also dem sogenannten Elektrolyseur, zum Beispiel Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Ja? Vereinfacht beschrieben geschieht dies, indem Gleichstrom durch einen sogenannten Elektrolyten, das ist dann in der Regel Wasser, geleitet wird und an einer Membran, die ihr dort in der Mitte sehen könnt,
wird das Wasser dann einfach in seine Bestandteile getrennt. An der negativ geladenen Kathode sammelt sich der Wasserstoff und an der Anode einfach der Sauerstoff. Das war es im Prinzip. Der Wirkungsgrad dieser Methode liegt in der Regel so zwischen 60 bis 85%. Also einen ordentlichen Teil des eingesetzten Stroms verliere ich halt auch. Wenn ich das Ganze jetzt komplett mit Regenerativen wie Solar und Wind mache, dann ist das sogenannter grüner Wasserstoff. Ja? Das ist verhältnismäßig teuer, aber wenn ich halt Überschuss habe, warum nicht? Ja? Besser als gar nicht nutzen. Also das finde ich an sich keine schlechte Idee. Und der Vorteil ist, dass ich das Zeug halt einfach lange lagern kann. Das ist halt das Coole bei der ganzen Sache. Für dieses Video hier ist aber auch blauer Wasserstoff noch von größer Bedeutung und deswegen erkläre ich euch kurz, was das ist. Für blauen Wasserstoff nimmt man statt dem Wasser fossiles Erdgas, ja, wie es zum Beispiel in Russland viel gefördert wird oder in anderen Staaten. Das Ganze besteht ja aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen und ich kann das Ganze dann mit Hitze wieder in H2, also in Wasserstoff und in CO2 auftrennen. Und das dabei entstehende CO2 wollen wir ja nicht haben, das ist blöd. Deswegen wird für den blauen Wasserstoff dieses CO2, was dabei freigesetzt wird, einfach irgendwo gespeichert in unterirdischen Kavernen oder irgendwo, keine Ahnung, in Tanks oder was weiß ich nicht was. Da gibt es sehr viele verschiedene Pläne, die sind alle sehr schwierig, aber das wäre so die grundlegende Idee. Ich sag's jetzt direkt, wie grün oder wie umweltfreundlich dieser blaue Wasserstoff wirklich ist, das zeige ich euch später. Und dazu habe ich auch noch sehr interessante Arbeiten gefunden. Pustet man das entstehende CO2 dann einfach in die Luft, anstatt es unterirdisch zu speichern oder anderweitig zu nutzen, dann spricht man von grauem Wasserstoff und das ist ein Klimakiller. Okay, jetzt die große Frage, was können wir mit dem Wasserstoff eigentlich anfangen? Ein wichtiger Punkt ist die sogenannte Brennstoffzelle. Ja, und die Brennstoffzelle ist eigentlich was Cooles. Die macht jetzt aus dem Wasserstoff und aus dem in der Luft befindlichen Sauerstoff wieder Strom und stößt dabei nur Wasserdampf aus. Ja? Der Wirkungsgrad dieser Brennstoffzellen liegt momentan so um die 60%, also leider auch hier geht wahnsinnig viel Energie verloren, das ist schade. In der Luftfahrt wird es zum Beispiel verwendet, das DLR zum Beispiel arbeitet an einem Flugzeug mit Brennstoffzelle und Hochleistungsbatterie, wobei die Batterie zum Beispiel nur für den Start verwendet wird, einfach um erstmal hochzukommen und danach kommt die Brennstoffzelle zum Einsatz. Und das Ganze funktioniert schon ganz gut, wie ich euch hier oben zeigen kann. Das sind zwei schöne Bilder dieses Flugzeugs, coole Forschung. Weiterhin gibt es noch das Power-to-X Verfahren. Wenn ihr möchtet, kann ich da auch gerne mal eine komplette Folge drüber drehen. Das ist nämlich mega spannend. Hier kann man tatsächlich aus dem Wasserstoff, den ich habe, CO2 und Strom, Kerosin, Diesel, Methan oder Methanol herstellen. Also das ist schon irgendwie cool. Ja? Und ich kann das CO2 auch tatsächlich aus der Luft dafür nehmen. Also auch eine ganz tolle Forschung eigentlich und wahnsinnig spannend. Eine andere Möglichkeit ist auch Wasserstoff und Stickstoff miteinander zu verbinden und dann kriege ich Ammoniak raus. Also diese synthetischen Treibstoffe wie jetzt Benzin oder Diesel nennt man auch E-Fuels und diese Produkte verbrennen sogar deutlich sauberer als ihre fossilen Kollegen. Also auch das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und theoretisch könnte man mit diesen Power-to-X-Produkten, so nennt man die, tatsächlich unsere alten Verbrenner, Gasheizung und so weiter weiterverwenden, was eigentlich auch eine nette Sache ist. Es sei denn, ich setze das Zeug komplett falsch und ineffizient ein und jetzt kommen wir langsam zum harten Kern dieser Folge. Ich möchte euch dazu ein kleines Beispiel zeigen und zwar erstmal einfach nur Autos mit Brennstoffzelle. Ja, das klingt ja erstmal total cool. Warum machen wir das nicht? Ihr seht jetzt oben links in dem Bild, da ist eine Energiequelle. Das ist jetzt hier einfach mal ein Windkraftwerk, was dargestellt wird. Damit kann ich direkt zum Beispiel ein elektrisches Auto mit Batterie laden. Das ist der grün gezeigte Pfad. Und komme damit auf einen Gesamtwirkungsgrad von ungefähr 86%. Das ist ziemlich gut. Im unteren Pfad, den roten Pfad, ist es halt anders. Da muss ich zuerst den Wasserstoff herstellen und das halt mit, wie gesagt, ca. 80% Wirkungsgrad. Danach muss das Zeug komprimiert werden und das ist auch wieder mit Verlusten behaftet. Da bin ich bei 95% Wirkungsgrad. Und dann wird es im Brennstoffzellenauto wieder in Strom zurückverwandelt und das mache ich dann mit 60% Wirkungsgrad. Und insgesamt, diese gesamte Kette gesehen, komme ich nur auf 43% Wirkungsgrad. Das ist halt sehr wenig im Vergleich. Also wir sehen hier, das E-Auto mit Batterie ist also fast doppelt so effizient und das heißt auch wirklich im Ernst, ich brauche nur halb so viel Strom. Okay, welche Dinge sind denn sinnvoll oder auch weniger sinnvoll mit Wasserstoff? Michael Liebreich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus,
CEO von Liebreich Associates, hat sich die Mühe gemacht und eine wirklich, wirklich coole Grafik erstellt, die auf aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen zur Nutzung von Wasserstoff basiert. Und das Teil ist wirklich total cool. Ihr seht oben in grün Energieklasse A sozusagen. Das sind die besonders sinnvollen und wirtschaftlichen Dinge wie Düngemittel, Schifffahrt, Stahl, Langfristspeicher für Strom, also wo Wasserstoff einfach wahnsinnig gut ist und auch fast alternativlos. Ja? Auch das, was da oben drin steht in den beiden grünen Kästen, würde ich sofort unterschreiben und auch sagen, hier ist Wasserstoff super geil und absolut effizient, also eine richtig, richtig gute Sache. Ja? Und bei Stahl zum Beispiel sind sich, soweit ich weiß, auch die meisten Parteien einig, das wird sonst relativ schwierig, halt irgendwie anders umzusetzen. Es geht auch mit Strom, aber es ist etwas schwieriger. Also in dem Fall macht das tatsächlich Sinn. Aber... okay, aber es gibt auch noch Zeile G und Zeile G bedeutet und Zeile F, dass es absolut unwirtschaftlich ist. Das heißt, in diesem Fall macht es weder wirtschaftlich noch wissenschaftlich irgendeinen Sinn, hier Wasserstoff einzusetzen. Und ich erinnere mich an die Aussagen von Andy Scheuer, Autos mit Brennstoffzellen sind total cool und das muss unbedingt kommen. Ja? Also das ist so sinngemäß hat er das gesagt, Quellen sind unten angegeben. Und ihr seht unten, das ist Stufe G, das heißt, das ist total ineffizient und ich habe euch auch eben erklärt, warum das so ist. CDU, CSU und SPD fordern sogenannte E-Fuels. Davon habe ich eben geredet, ja, also diese Power-to-X-Geschichten. Das heißt, ich erzeuge irgendwie aus der Luft mit CO2, mit Wasserstoff, den ich jetzt hoffentlich grün erzeugt habe. Und jeder Menge Strom kann ich halt auch Treibstoffe erzeugen, aber das Ganze ist halt auch wieder super ineffizient und wahnsinnig teuer. Und deswegen landet es auch bei Stufe G. Und das ist halt auch wieder scheiße eigentlich, ja, auf gut Deutsch gesagt. Die Grünen stehen zu E-Fuels anders. Die sagen halt, nur wenn es unbedingt nötig ist, das heißt, wenn ich keine andere Wahl habe. Die FDP beispielsweise will sogar Gebäude damit heizen. Ja? Das ist F, also auch extrem scheiße und ineffizient. Und F ist natürlich besser als G, aber wir sind trotzdem einfach ganz weit unten. Ja? Also man sieht halt, hier macht das auch keinen Sinn. Und mein persönlicher Liebling, ja, das ist einfach die Frau Bär der CSU. Ja, sie möchte unbedingt Flugtaxis haben, ja? Denn in der Luft wird es ja keinen Stau geben und das ist ja total wichtig, also auch viel wichtiger als Digitalisierung und so weiter. Und ich würde einfach mal sagen, klar, da gibt es keinen Stau, zumindest wenn man sich so ein Ding dann leisten kann. Ja, ich vermute, die meisten können es eher nicht. Ich glaube, auf diese unfassbar gute Idee ist sie gekommen, als sie auf einem EA-Stand war und ein Flugtaxi-Game gespielt hat gegen Armin Laschet und Henriette Reker. Wahrscheinlich hat sie gewonnen oder so. Und das muss dann irgendwie zu dieser unfassbar zukunftsweisenden Idee geführt haben. Also richtig cool. Übrigens, das ist auch unten, seht ihr, Leichtflugzeuge ist auch Stufe F, also ist auch scheiße. Okay, jetzt meine Frage, was zum Geier stimmt nicht mit euch, ja? Fast jeder fucking Wissenschaftler sagt, das wird teuer, das ist total ineffizient und ihr sagt, voll geil, klingt voll gut so, ja, das ist gekauft, ja. Also, direkt die Frage, sind die komplett inkompetent oder ist irgendwie wieder Geld im Spiel, ja? Das muss man jetzt halt einfach an der Stelle fragen, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Es macht einfach keinen Sinn. Also lasst es uns herausfinden und ich sage euch jetzt schon, die krassen Sachen kommen noch. Okay, fangen wir erstmal mit der Frage an, wo soll der ganze Wasserstoff eigentlich herkommen? Ja? Das wird ja eine ganze Menge sein, was wir da brauchen werden. Und da stelle ich mir sofort die Frage, woher kriegen wir das? Und dafür habe ich eine Studie gefunden des Energiewissenschaftlichen Instituts der Uni Köln. Und die haben mal ausgerechnet für das Jahr 2030, was werden wir ungefähr an Wasserstoff brauchen, wie viel werden wir selber erzeugen und wie viel werden wir ungefähr importieren müssen. Und hier das Ergebnis. Ihr könnt jetzt hier den Bedarf in Terawattstunden sehen. Der linke Balken, den ihr hier sehen könnt, stellt das minimale Szenario dar, also das geringste, was die sich halt vorstellen konnten. Und der rechte Balken stellt das maximale Szenario dar. Ja? Und dieser ganz, ganz kleine, verschwindend große rote Balken ist das, was wir selber produzieren werden oder können. Ja? Und der große blaue Balken, den ihr da seht, ist das, was wir importieren werden. Ich habe mich direkt gefragt, was? Ernsthaft, so wenig produzieren wir selbst und so viel müssen wir importieren. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es grüner Wasserstoff ist und wir den importieren, ist alles cool, kein Problem. Habe ich kein Problem mit, alles gut. Gucken wir uns an, was passiert. Als nächstes deswegen die Frage, woher bekommen wir unseren Wasserstoff? Als ich das recherchiert habe, ist mir direkt eigentlich ein ziemlich übler Verdacht gekommen.
Ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Aber okay, schauen wir uns das Ganze genauer an. Ja? In einem Brief, den die Abgeordneten Pieper und Bentele an die EU-Kommission geschrieben haben, heißt es: Ja, in absehbarer Zukunft wird es nicht möglich sein, den wachsenden Bedarf für klimafreundlichen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen allein aus europäischen Quellen zu decken. Okay, Lieferländer könnten laut Pieper und Bentele sonnenreiche Länder wie Marokko sein, in einer Übergangsphase könnten aber auch Staaten wie Russland, woher jedoch kein grüner Wasserstoff kommen würde, sondern blauer Wasserstoff, gewonnen aus Erdgas, also fossilem Erdgas, und Verfahren zur CO2-Abscheidung, ja, damit wir das ganze CO2 quasi im Boden speichern, wie ich es eben schon erklärt habe. Denn klimafreundlicher Wasserstoff ist für die Abgeordneten und für die CDU/CSU auch jener blaue Wasserstoff. Okay. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, der blaue Wasserstoff, der ist doch bestimmt auch relativ grün und wird, ist doch vielleicht gar nicht so schlimm, weil das ganze CO2 packe ich ja in den Boden und dann ist es erstmal weg. Und eigentlich ist es im natürlichen Kreislauf ja auch irgendwie so ähnlich, ja, naja, so mehr oder weniger. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich habe eine Studie gefunden von zwei Wissenschaftlern der Uni Cornell und der Uni Stanford. Die beiden haben halt versucht, den CO2-Fußabdruck von blauem Wasserstoff zu bestimmen und das Ergebnis ist verdammt erschreckend. Ich zeige es euch hier. Die Klimabilanz von blauem Wasserstoff ist schlechter als die von Kohle oder Gas. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf dem Bild könnt ihr jetzt erkennen, dass dort der CO2-Fußabdruck der unterschiedlichen Energieträger dargestellt ist. Ganz links ist grauer Wasserstoff, danach die zwei Balken sind blauer Wasserstoff mit unterschiedlichen Herstellungsverfahren und die drei letzten sind dann die fossilen Energien. Und ihr seht schon, tatsächlich ist der blaue Wasserstoff und der graue Wasserstoff halt deutlich über den fossilen. Warum ist das so? Die beiden haben halt aufgezeigt, dass bei der Produktion von blauem Wasserstoff jede Menge Methan freigesetzt wird und einfach in die Luft entweicht. Und das Problem bei Methan ist halt, dass der nochmal 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Und dann soll das Ganze auch noch aus Russland kommen und vermutlich über Nord Stream 2. Finde ich krass, muss ich ehrlich sagen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen für euch. Also wir bekommen extrem klimaschädlichen Wasserstoff aus Russland über eine Pipeline, die mehr als nur umstritten ist. Und das ist euer fucking super Plan. Das ist es. Cool. Das reicht aber noch nicht. Ich habe noch mehr. Wer könnte noch profitieren von dem ganzen Kram? Laut dem EWI werden die großen Energieversorger in Deutschland vermutlich die größten Profiteure der jetzigen, also der jetzt geplanten Wasserstoffstrategie sein. Bisher waren es halt Chemiekonzerne, die halt mit grauem Wasserstoff umgegangen sind, der unsauberste. Und das dürfte sich dann mit der kommenden Wasserstoffstrategie allerdings ändern. Dieser Fakt muss nicht unbedingt schlimm sein, sondern kann auch eine normale Marktverschiebung irgendwie darstellen, die politisch forciert wird. Also das kann okay sein. Dann mein Problem dabei ist einfach, wenn ich Energieversorger wie RWE und Konsorten höre, in Kombination mit CDU, CSU und in Kombination mit einer Menge Geld, dann stellen sich mir direkt Fragen. Wie komme ich darauf? Es gab in der Vergangenheit und es gibt auch jetzt noch zahlreiche Affären, Korruptionsskandale und starken Lobbyismus zwischen CDU, CSU und diversen Energieversorgern. Und ich habe euch hier unten einige Quellen zusammengetragen. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Und ich kann die Quellen auch nur empfehlen, besonders die aus jüngster Zeit. Super Arbeit, total interessant, aber auch erschreckend. Wie viel Geld wurde bereits ausgegeben für das Ganze? Unser Verkehrsminister Andy Scheuer ist einfach ein Mega-Fanboy der Wasserstoff-Brennstoffzellenautos. Ja, scheißegal, was es kostet und wie viele Leute ihm sagen, Alter, das ist teuer und scheiße. Viele Verkehrsminister vor ihm waren derselben Meinung und so sind bereits mehrere 100 Millionen Euro investiert worden, ohne irgendeinen sichtbaren Erfolg. Ein paar Beispiele. 212 Millionen Euro sind in zwei Innovationsprogramme zur Brennstoffzelle und zu Wasserstoffautos geflossen. Deutsche Hersteller und Zulieferer wurden nochmal mit 187 Millionen Euro unterstützt. Und was ist das Resultat? 1261 Pkw, die mit Wasserstoff fahren und volle 90 Tankstellen. Okay, rechnen wir mal nach. Das sind 29,5 Millionen Euro pro Auto und Tankstelle. Also, ist schon gut.
Noch ein weiterer Punkt, der mir mega wichtig ist. Kohleausstieg 2038. Ernsthaft. Ja? Klimamäßig sind wir mega auf dem Holzweg. Momentan sind wir auf Platz 6 der größten Emittenten weltweit. Und das ist verdammt scheiße. Nimmt man das für Deutschland verbleibende CO2-Budget, was der Weltklimarat festgelegt hat, also was pro Kopf berechnet wurde, dass das Ziel hat, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren oder zu begrenzen, was auch schon scheiße ist. Und man macht den Kohleausstieg 2038, wie es CDU, CSU und SPD fordern, dann sind bis 2038 45% des ohnehin schon wahnsinnig knappen Budgets nur durch die Kohlekraft verbraucht. Ja? Unterm Strich heißt das, das wird nicht funktionieren. Ich zeige euch hier das Ranking des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung der einzelnen Parteien, was den Klimaschutz angeht. Ich kann euch dieses PDF, also dieses Dokument, einfach nur mega ans Herz legen. Es ist wahnsinnig interessant, mega gut recherchiert und absolut nachvollziehbar. Das Thema ist jetzt leider so komplex, dass ich es hier nur schnell für euch zusammenfassen kann. In der genannten Studie hat der DIW die Klimapläne daraufhin überprüft, inwiefern irgendein Parteiprogramm überhaupt ausreichend ist, um das 1,5-Grad-Ziel realistisch zu erreichen. Und wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Keine Partei kann das. Keine. Aber ihr seht an dem Ranking, die CDU, FDP und SPD tun einfach nochmal hart am wenigsten. Ja? Also praktisch gar nichts. Ja, und alles, was ich euch hier zeige, ist nichts Neues. Ich trage es einfach nur zusammen. Das ist nicht meine Arbeit, das ist die Arbeit von wahnsinnig vielen Wissenschaftlern, die sich echt lange damit beschäftigen und die wissen, wovon sie reden. Ich habe jetzt mega viel recherchiert und ich habe es auch für euch zusammengetragen. Ich habe hier nichts erfunden, ich habe auch nichts Neues gebracht. Es ist alles bekannt und öffentlich. Ihr könnt alles nachlesen, nachvollziehen. Und ich sage es euch jetzt in aller Deutlichkeit, die Wasserstoffpläne bzw. die gesamten Klimapläne der CDU, CSU, der FDP und der SPD sind aus wissenschaftlicher Sicht einfach nicht ernst zu nehmen. Ganz im Gegenteil, die werden dem Großteil der Bevölkerung vermutlich sogar schaden. Für mich ist es irgendwie so, als würden sie sich leuchtend grün lackieren, haben aber Braunkohle und pechschwarzes Öl im Inneren. Ich konnte euch heute zeigen, dass was den Wasserstoff und das Klima angeht, explizit gegen wissenschaftlichen Rat gehandelt wird, obwohl es jetzt schon klar ist, dass die bisher geplante Wasserstoffstrategie dieser Parteien sehr teuer und unwirtschaftlich wird. Sie ist extrem klimaschädlich und wir werden uns abhängig machen von autokratisch geführten Staaten. Es werden und wurden bereits Millionen von Steuergeldern für vollkommen sinnlose Projekte und Förderungen eingesetzt. Ja? Ich kann nur sagen, du, ich, unsere Kinder und unsere Enkel müssen es letzten Endes alles ausbaden. Und ich bin absolut kein Wasserstoffgegner, ganz im Gegenteil. Ja? Sinnvoll und gezielt eingesetzt ist das ein absolut cooler Beitrag zum Klimaschutz und eine ganz spannende und tolle Technik. Also ich bin absolut gar nicht dagegen. Also wenn ihr wie ich, ja, Angst vor diesen unfassbar fatalen Folgen des Klimawandels habt, ja, und wenn euch das Thema am Herzen liegt, dann bitte ich euch als Wissenschaftler und zweifacher Vater, ja, überlegt euch wirklich gut, wo ihr euer Kreuz macht. Ja. Und wenn euch das noch nicht überzeugt, dann schaut euch die neuesten Videos von Rezo an. Ich kann es einfach nur empfehlen. Schaut euch die Arbeit und das Tun von Luisa Neubauer und von Fridays for Future an. Das sind in meinen Augen alles sehr, sehr bewundernswerte Menschen, die sich unglaublich für uns alle einsetzen. Ich habe wahnsinnig viel Respekt vor denen und kann einfach nur sagen, vielen, vielen Dank für das, was ihr da tut.